Und hier, Tür zu Hause abgeschlossen, wegen der Katze. Alles klar. Und dort, Ihr Nachbar, Sie haben eine minderjährige Tochter zu Hause, wissen Sie Bescheid. Man kann sich ja nie sicher sein. Ich weiß, wovon ich rede. Denn Sicherheit ist besonders heutzutage enorm in den Mittelpunkt gerückt. Doch dass eine solche Sekurität niemals von Unfehlbarkeit gekennzeichnet sein wird, vor allem in Fusion mit Wissenschaft und Technik, naja, das ist unserem spätestens allen seit dem Manhattan Project bekannt, nicht? Manhattan Project? Ist klar, oder? Atombombenexperimente, John Wayne, an Krebs gestorben, dumm gelaufen. Heute möchte ich Ihnen jedoch von einem neuen, ja, revolutionären Experiment berichten, welches natürlich absolut ungefährlich ist. Warum? Na, aufgrund zahlreicher Sicherheitsvorkehrungen. Ich spreche vom sogenannten Teilchenbeschleuniger LHC. Dieser wurde circa vor einem halben Jahr in der Schweiz in Betrieb genommen. Dabei soll LHC wohl nichts anderes bedeuten als Light High-Tech Celebration. Aber für Sie, mein liebes, subintelligentes Publikum, lassen Sie mich zunächst für den Schweter, also in vereinfachter Form, erklären, wie diese Maschine funktioniert. In einer Sequenz, Sie können ruhig mitschreiben, frequenter Dokumentationen sollen Elektronen zunächst forciert werden, um dann impulsiv und mit aller Tension kollidierend aufeinander zu Karionen. Diese Experimente assistieren in sekundierender Fasson der Physikerwelt sich sakrosanktes Know-how der Teilchentheorie beim Explorieren des Higgs-Teilchens inklusive der obskuren Antimaterie zu infizieren. Sind Sie noch da? Na, jedenfalls wurden damals die wildesten Theorien entwickelt, was nicht alles in dieser sogenannten Weltmaschine passieren wird. Am weitläufigsten bekannt ist wohl die, dass schwarze Löcher im Inneren des Beschleunigers entstehen und folglich unsere geliebte Erde untergehen wird. Naja, als ob die noch weiter in den Abgrund geritten werden könnte. Aber, jetzt hören Sie mir mal zu, meine Herrschaften. Wenn Sie über 3 Milliarden Euro in den Teilchenbeschleuniger LHC investieren werden, dann werden wir damit eine neue Dimension in der Physik entdecken. Wir werden alle Probleme auf der Welt lösen. Wir werden alle ein besseres Leben haben. Und dass dabei nun vielleicht ein schwarzes Loch entsteht, ja? Oder eine Art Urknall. Möglicherweise irgendetwas, das das Magnetfeld der Erde außer Kraft setzt. Die auf einmal in die Sonne fallen. Möglicherweise unter gewissen Umständen sogar einer oder eine Million Menschen dabei ums Leben kommen. Ach, kommen Sie. Das sind doch nun wirklich nur irrelevante, liberale Nebenerscheinungen. Und da kommt doch noch so manch demokratischer Volksvertreter auf die absurde Idee, LHC wäre gefährlich für die Bevölkerung. So, aber jetzt mal ehrlich, meine Herrschaften. Was sorgen Sie sich denn hier überhaupt um Ihr Auto, um Ihre Katze und um Ihre, ja, mittlerweile wohl entjungferte Tochter? Investieren Sie lieber in LHC. Da haben Sie was von. Das ist was Langfristiges. Und die 3 Milliarden Euro, ach komm, das sind doch Peanuts. Täglich werden doch über 40 Milliarden Euro für irgendwelche suchtbankrotten Autokonzerne ausgegeben, deren Autos sowieso niemand fahren will. Ich meine, fahren Sie oben, höre ich nicht. Also, kaufen Sie sich in Zukunft kein Auto mehr, sondern lieber einen Teilchenbeschleuniger. Warum? Da denken Sie doch mal logisch. Wenn in dem Ding nun wirklich ein schwarzes Loch entsteht, dann ist doch alles prima. Keine Schulden mehr, keine Sorgen mehr, alles einfach aufgesaugt. Ihr Auto, Ihre Katze und Ihre schwangere Tochter, alles einfach weg. Und ich bin auch weg. Und es werde Licht. Geht das schon wieder?
wieder los. Und ich erschaffe, oho, eine neue Ambrosia Estate Bank. Liebe Frau Gott, setzen Sie sich hin, trinken Sie einen Nektar, das wird schon alles wieder. Sie haben meine alte Ambrosia Bank kaputt gemacht. Alles machen Sie kaputt. Ach, nun hören Sie schon auf. Ein Teufel werde ich tun. Oh, apropos, das sieht dem Belzebub ganz ähnlich. Dass du an diesen schweren Zeiten das Böse noch unterstützt. Wie meinen Sie das? Na, der hat doch dafür gesorgt, dass die notleidenden Banken und ihre Gefolgsleute ein paar Milliardchen fürs Überleben bekommen. So nach dem Motto, wer Banken versenkt, kriegt noch was geschenkt. Ach, das ist nun wirklich nicht so. Hören Sie doch auf zu heucheln! Denken Sie doch mal an die arme Verkäuferin, die für einstreich rausgeschmissen wurde. Okay, die Frau ist nun arbeitslos. Sie ist nun nicht mehr das, was sie einmal war. Aber verdammt, sie lebt noch und hat alle Möglichkeiten, sich einen neuen Job zu suchen. Vielleicht findet sie einen ihrer neuen Ambrosia. Werden Sie mal nicht frech, diese Bankenluder! Ich will eine Bank erschaffen, die die Menschen mal nicht betrübt. Ach, Frau Gott, das ist doch reines Wunschdenken. Setzen Sie sich endlich hin und trinken Sie Ihren Nektar. Das hätten Sie wohl gern, diese Bankensau! Wo ist denn das ganze Geld hin? Welches Geld denn? Na,